Die Iren, so wie wir sie heute antreffen, sind das Ergebnis der Vermischung vieler Völker. Die Insel hatte keine Ureinwohner. Mit der allmählichen Erwärmung nach der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren entwickelte sich die Vegetation, kamen über die Landbrücke vom heutigen Schottland Tiere und Menschen auf die Insel. Die Jäger, Sammler und Fischer der ersten Einwanderungswelle lebten etwa 4.000 Jahre ohne weitere Beeinflussung in den ihnen vertrauten Rollen. Die große Völkerwanderung vom Nahen Osten ausgehend, etwa 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, wahrscheinlich als Folge von Überbevölkerung und Hungersnot, brachte einen neuen Menschentyp mit Steinaxt bewaffnet und eine im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris über Jahrtausende gewachsene Kulturrevolution auf das Eiland. Diese Einwanderer nutzten runde, selbstgefertigte Töpfe aus Ton, verstanden es, die Wälder zu roden und dem Boden nachhaltig wichtige Nahrungsmittel abzuringen. Sie kamen mit Holzbooten über das Meer, führten zahme, gezüchtete Tiere mit sich und verstanden sich darauf, sie nach ihrem Willen zu vermehren. Sie bauten Hütten aus Stein mit Strohdächern, lebten in Sippengemeinschaft und errichteten für ihre Ahnenkulte große, zeitenüberdauernde steinerne Tempel. Etwa 600 vor unserer Zeitrechnung drangen in einer weiteren Einwanderungswelle keltische Stämme von Mitteleuropa bis nach Irland vor. 1000 Jahre konnte sich keltisches Brauchtum auf der kleinen Insel ungestört entfalten, während die anderen Nationen in Westeuropa versuchten, sich gegen die römische Übermacht zu behaupten, ohne Erfolg, wie uns die Geschichte zeigt. Irland blieb keltisch, bis 432 nach Christus der heilige St. Patrick anlandete mit der Absicht, die Heiden zum wahren Glauben zu bekehren. Irland kann sich heute rühmen, die einzige unabhängige Nation keltischer Prägung zu sein. Es gibt kein Land auf dieser Erde, in dem sich keltische Wesensart so rein nachvollziehen lässt wie in Irland. Enjoy yourself, genieße dich selbst. Das hörte ich oft beim Abschiednehmen in diesen Wochen meiner Reise. Wo gibt es solche den Gast verabschiedenden Worte sonst noch auf dieser Welt?